Herzlich willkommen hier zum kleinen, aber feinen Felsenkeller-Talk-Format One Take. Viel Spaß damit. Hallo. Heute dabei Markus Buschmann von Kingston Music. Und für alle, die dich nicht kennen, sag vielleicht ganz kurz, was du machst, wie deine Verbindung zum Felsenkeller ist und genau. Ich habe ja jahrelang im Coney Island gearbeitet und irgendwann mal haben wir angefangen, eine Privatkonzertagentur zu gründen und sind dann zwangsläufig ja nicht drum herum gekommen, uns dann in den Laden hier mit einzumieten. Und ja, da hat sich ja über die Jahre so einiges entwickelt und da sind wir auch sehr froh drüber und da geht ja auch einiges. Genau, weil ich weiß noch, als ich komme ja ursprünglich aus Dessau und ich weiß noch, immer wenn in Leipzig irgendwo eine verzerrte Gitarre auf der Bühne stand, dann hattest du Schuld eigentlich oder dann warst du verantwortlich. Ja, und ich wusste ewig lang nicht, wer du warst und als ich hier angefangen habe, war glaube ich am meinen ersten Tag, hattest du eine Mail geschrieben. Hallo Nils, schön, dass du dabei bist, ich brauche Termine. Das war eigentlich meine Introduction zu dir. Das ist vor Jahren gewesen. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja, aber ganz so ist es ja nicht. Es gibt ja einen Haufen andere Veranstalter und gerade auch subkulturell gibt es ja auch noch andere Läden in Leipzig, die da eben halt auch genauso mit weit vorne sind. Alles klar. Dann würden wir mal kurz durch den Felsenkeller gehen. Okay. Du kennst dich ja aus hier. Aus der, mittlerweile ja. Genau. Der Felsenkeller hat ja 2014 aufgemacht. Ja. Da war ja auch dann so irgendwann auch gleich deine erste Show, oder? Ich weiß gar nicht, was war das erste hier, was ihr gemacht habt? Was haben wir so alles hier gemacht? Being as in Ocean haben wir hier gemacht. Die hatten Lionheart, glaube ich. Stick to your guns. Boah. Die ganzen Nervous Die Die Tour Shows, glaube ich. Ein oder zwei waren auf alle Fälle hier, sonst waren wir ja immer im Werk oder einmal sogar oder zweimal im Coney Island. Ja. So ist eigentlich mein Eindruck. Ey, samstags war im Felsenkeller war immer richtig fieses Geballer und du warst hier immer da. Sagen wir mal so, die Zeit ist nicht stehen geblieben. Genau. Genau. Kommen wir auch gleich weiter im Programm. Genau, jetzt 2 Jahre Pandemie, 2 Jahre Pause hier auch im Haus. Wie hast du das so erlebt? Hast du dich umstrukturiert? Wie hast du das jetzt so mitgenommen im Nachhinein? Naja, aber der erste krasse Lockdown, der hat mich halt ganz schön mit runtergerissen. Da hatte ich echt zu tun. Bin halt in so ein Loch gefallen, musste dann halt wirklich schauen, dass ich da auch wieder rauskomme. Mhm. Weil es ja, ging ja vielen Leuten so, wenn man halt nicht mehr weiß, was man zu tun hat, außer 4-mal im Jahr die Wohnung zu malern. Ja. Und dann ist es halt ganz schön anstrengend, wenn man halt vorher eben halt schon einen Fulltime-Job hat und das, was ja wirklich einer irgendwie geprägt hat, so eine Beziehung zur Musik zu entwickeln oder so, die dann eben halt nicht mehr umsetzbar ist. Und das ist halt schon nicht befriedigend, sagen wir mal so. Ne? Ja, also ich habe das auch bei mir gemerkt. Ich hatte dann auch einen ganz komischen, so Work-Life-Balance, wo ich dann so zu Hause saß und gemerkt habe, okay, was mache ich hier jetzt eigentlich? Normalerweise wäre ich jetzt irgendwie auf einer Show, auf einem Konzert. Ja, sag ich ja, 3 oder 4 Mal die Wohnung malern und vielleicht auch mal einen Keller ausräumen, was du jahrelang halt nicht gemacht hast. Aber das machst du halt 3 Monate. Und im vierten Monat, keine Ahnung, so viele Reportagen oder Netflix. Genau, hast Netflix du auch deine... ich habe mich angemeldet bei Netflix, ja. Genau, da hast du auch irgendwann deine ganzen Lieblingsshows durchgesehen und zum 10. Mal, keine Ahnung, kannst du dann auch MacGyver mitsprechen in irgendeinem? Ja gut, MacGyver ist nicht so mein Fall. Okay, deine Lieblingssendung. Ich weiß noch, letztes Jahr haben wir auch so drauf gehofft, okay, dann gibt es wieder... Jetzt ist vorbei und alle rennen in die Clubs. Das ist ja so ein bisschen. Geht los wieder Aufbruchstimmung, ja. Das ist ja so ein bisschen ausgeblieben. Aber was sind da so bei dir die Hoffnungen, so, die du vielleicht hast, wo du meinst, okay, das nimmt man positiv mit aus der Pandemie, wenn es wieder losgeht? Ja, ich denke schon. Ja, ich finde halt irgendwie so eine. Die ganzen Diskussionen, die es momentan da wieder gibt, auch die ganzen gesetzlichen Bestimmungen. Ich will mich jetzt nicht schon wieder irgendwelchen Diskussionen hingeben, aber eigentlich unterm Strich gesehen wird man ja als Kulturschaffender oder sicherlich auch in anderen Gewerben wird man ja irgendwie bestraft, so kommt mir das so vor, indem man alles versucht, seinen Mitmenschen, sein Umfeld, seiner Family, also mit Verantwortung entgegenzukommen,
sich impfen lässt, sich boostern lässt und halt, gerade weil man ja auch einen Haufen Verantwortung selber hat als Konzertveranstalter und ich verstehe nicht, warum man jetzt irgendwie wieder bestraft wird und das, keine Ahnung, und da, das macht mir eben halt momentan halt auch nicht so viel Hoffnung, dass das im Januar oder Ende Januar, im Februar wieder normal weitergehen kann. Und was passiert denn dann, wenn es wieder weitergehen kann? Dann geht das scheinbar dann wieder 3 oder 4 Monate oder 5 Monate gut, dann wird es wieder Winter und dann kommt dann, keine Ahnung, Lockdown 27. Ja, du hast halt jetzt schon verstärkt so, dass alle Konzerttouren und Festivals, dass sie verstärkt in die warmen Monate gehen, weil du dann eine relative Planungssicherheit hast, okay, es kann zumindest stattfinden, während du jetzt sagen kannst, okay, Dezember 2020 ging gar nichts, Dezember 2021 ging gar nichts. Ja. Und das ist halt die logische Schlussfolgerung, wenn du halt Kulturschaffender bist, okay, ich ziehe in diese 5, 6 warmen Monate, wo halt die Covid-Zahlen weit unten sind und da kann ich halt meine Kultur reinpacken, sodass ich, ja. Ja, ich verstehe nicht, wie andere Leute mit ihrer Verantwortung umgehen. Neulich bin ich mit dem Taxi gefahren, da habe ich den durch Zufall mal gefragt, ob er geimpft ist. Er sagt, nee, er wartet auf irgendeinen Impfstoff, der wohl im März in Österreich rauskommt. Da verstehe ich die Welt halt nicht. Überall steht alles kaputt, überall steht alles still, überall ist komplett Land unter und keine Ahnung. Ich würde dir mal unsere neue Gaststube zeigen, die du zwar eigentlich schon kennst, die ich dir aber jetzt im Rundgang nochmal präsentiere. Da war ich neulich einen Kaffee trinken. Da waren wir auch auf eurer neuen wunderbaren Terrasse oben. Ja, da war auch noch gutes Wetter teilweise. Ja, ja. Genau. Oh. Wie gesagt, bei mir war es zum Beispiel so, seitdem ich 15 bin, gehe ich auf, keine Ahnung, Punk, Hardcore, Rock'n'Roll-Konzerte, dies, das, jenes. Du kennst es. Ja. Bei mir war es immer so, wenn ein Laden ein Restaurant hat, das war mir immer völlig egal. Also war nice to have, aber keine Ahnung, ich hätte niemals das Geld gehabt, da irgendwie rumzuhängen. Und jetzt hat der Felsenkeller ein Restaurant bekommen. Und ich bin jetzt 34 und ich muss sagen, ich weiß das zu schätzen, dass sich das Haus weiterentwickelt. Ja. Und genau, dass man jetzt einfach hier nach der Show oder vor der Show, dass man hier einfach noch essen kann oder rumhängen kann, während ich mich sonst halt hätte auf dem Parkplatz rumgetrieben hätte. Und ja, wie siehst du das? Findest du, dass es das... Gehört auch zum Konzert mit dazu, zu einer Veranstaltung, dass man, wenn man irgendwo Gast ist, dass man vorher irgendwie was essen oder was trinken geht. Genau. Ob das nur die Bierklausel um die Ecke oder ein cooles Restaurant ist, spielt ja erstmal keine Rolle. Weil ich glaube, das ist... wichtig wieder für Clubs und für Locations allgemein, egal ob in Leipzig oder darüber hinaus, dass Konzertvenues, dass die wieder mehr ein Treffpunkt sind, wo man sich halt kurz schließt, wo man sich trifft, wo man sich austauscht und dass dieses industrielle Abfackeln der Shows, dass das halt wieder so ein bisschen zurückgestellt wird, wo man vielleicht sagt, okay, die Leute sollen nicht nur kommen, 3 Bier trinken und Merch kaufen und wieder gehen. Vielen Dank. Sondern halt auch, dass Shows und Kultur, dass die einfach wieder Treffpunkt werden, dass man sich halt sieht, trifft, dass ein Austausch stattfindet und ja, keine Ahnung, auch für unsere Szenen, dass die wieder... Ja, das macht ja auch so eine Community aus. Genau. Früher gab es ja noch Fanzines. Gibt es heute noch Fanzines? Dann hast du eigentlich dein letztes Mal ein Fanzine gelesen. Gute Frage. Oder überhaupt in der Hand gehabt? Also das frage ich mich halt auch, ne? In der Hand gehabt? Ich echt Zapp mal neulich, ein Zapp. Genau. Oder einen alten Trast habe ich, das alte Trast habe ich neulich in der Hand gehabt beim Aufräumen, ja. Aber das ist ja heute gar nicht mehr. Heute hast du in deinem Spotify-Channel steht einfach, okay, das sind die Künstler, die du vielleicht auch mögen könntest und keine Ahnung, die spielen dann vielleicht im nächsten Hardcore-Package oder im nächsten Death-Metal-Package auf deiner Show und so nimmst du heute deine Künstler wahr. Es ist halt alles sehr digital geworden und so diese ganze Community und das ganze Physische tritt immer weiter nach hinten. Und vielleicht ist es etwas, was man aus der Pandemie mitnimmt, dass halt der Community-Gedanke irgendwie wieder zurückkommt und dass man, keine Ahnung, die Shows wieder zu schätzen weiß und so weiter. Das, da würde ich jetzt sofort unterschreiben. Und das wäre schön, wenn das da hingehen würde. Die Problematik ist halt bloß, dass die Industrie mittlerweile auch selber vorgibt. Die Gangster ja selber vorgeben. Wenn man sich die mal anguckt, die das heute strukturiert ist, eine Tour oder so, im Vergleich zu, keine Ahnung, vor 10 Jahren, das sind schon himmelweite Unterschiede. Ne?
Hast du auch richtig gesagt, ich sag jetzt mal vor 10, 15, 20 Jahren, das ist eine geile Band und das ist eine geile Band und das ist eine geile Band. Ich mach da jetzt eine Show draus. Das ist ja schon alles so sehr ins Industrielle geleitet. Du hast schon deine E-Mail, da ist das Package drin und du weißt, okay, das veranstalte ich. Und du weißt wahrscheinlich meistens schon genau, wie viele Leute kommen werden. Ja. Man versucht es zu denken. Ja, ja. Ja, ist halt schwierig, ne? Kann man halt nur schauen, wie sich das alles weiterentwickelt, aber ich denke, sagen wir mal so, man gibt die Hoffnung nicht auf. Der Putz scheint zu halten, jetzt. Genau, genau.